Geschmack soll man nicht streiten. Fakt ist, mit einer Art Version des Madness-Klassikers Our House fallen die Big Brother All-Stars von 9 auf 10. Kleine Französisch-Lektion für Umfans. L'âme immortelle heißt so viel wie unsterbliche Seele. Mit brennende Liebe geht's rauf von 13 auf 9. Da wird Vanni sich vor Neid die Fingernägelchen abbeißen. Sandy schafft's im Gegensatz zu ihr mit ihrem ersten Solo in die Top 10. Unnatural Blonde neu auf Platz 8. Usher, der alte schwere Nöter, hat jetzt Beyoncé im Visier. Er bombardiert die Schöne mit Geschenken und bleibt spitz wie Lumpy auf der 7. Yeah. Straight aus Finnland auf Platz 6 der Hitlist Germany. Nemo von Nightwish geht mit bretternden Gitarren und glasklarem Sirenensingsang von 8 auf 6. Für Gigs in China muss sich Britney sexmäßig ein bisschen zurückhalten. Wird gemacht. Brit bleibt auf der 5 mit Everytime. Das haben wir jetzt von der Osterweiterung. Schräge Rumänen-Hits aus Moldawien werden in Italien nochmal überarbeitet, um in Deutschland zu landen. Hai Ducci mit Dragostea Dintei. Auf der 3 bleibt alles beim Alten. Mario Winans sampled Enyas Bordica und heult mit Diddy seiner untreuen Schnalle nach. I don't wanna know. Schluss, aus, vorbei. Eamon muss die Number One mit Fuck It räumen. Zurzeit ist Eamon ohnehin solo. Seit seinem plötzlichen Durchbruch bleibt keine Zeit mehr für die Liebe. Eamon ist runter von der Spitze. Was heißt? Wir haben jemanden neuen auf der Pole Position. Und mehr dazu gibt's nach einer winzig klitzekleinen mikroskopischen Pause. Versprochen. An alle, die daran glaubten, dass man mit Luft in Schuhsohlen Sportgeschichte schreiben kann. An alle, die sich damals schon sicher waren, dass ein kurzes Stück Stoff Kult wird. An alle, die davon überzeugt waren, dass Borden ohne Schnee noch mehr Spaß macht. An alle, die an Veränderungen glauben. Der neue Seat Altea. Cross the Line. Und wir kommen zu Platz 1 in der Hitlist Germany. Wie kann es anders sein? Es handelt sich um einen rumänisch-moldawischen Angriff. Und der heißt Dragostea Dintei und kommt von Ozo. Jetzt meine Frage, den Song gibt es ja zweimal. Einmal auf der 4, einmal auf der 1. Wer kauft jetzt Ozo und wer kauft Hai Ducci? Und warum? Die sind doch total gleich. Können wir uns nicht auf einen einigen? Ich werde mal forschen. Und informiere euch nächste Woche. Das heißt, in diesem Sinne, rockt fleißig weiter zu Platz 1 in der Hitlist Germany. Hier sind Ozone mit Dragostea Dintei.